Fangen wir an, ey. YouTube Kacke, die Fahrradcops 2. Da bin ich mal gespannt, was der gute Sostrado hier, der Ehrenmauer, wieder rausgeschallert hat. Auf geht's. Was denn da bist? Einsatz für die Radcops. Die Allmann-Polizisten sind mit einem Anwohner verabredet, der angefahren wurde. Ah, ich glaube, perfekt. Sie sind verabredet mit einem, einem Anwohner, der angefahren ist. Das heißt, der wurde angefahren und hat sich dann tatsächlich noch bei der Polizei gemeldet, bei den Allmann-Polizisten. Sounds legit. Ja. Ja, da ist er. Safe. Schönen guten Tag. Sie haben mir geschrieben, dass Sie angefahren wurden. Du Vollidiot. Jetzt bei Eagle TV. Die Fahrradcops sind zurück. Ich hasse dieses Intro. Warum liegt da Prinz Markus? Oh mein Gott, die gleiche Liege wollte ich mir heute kaufen. Eagle TV. Verbrecher werden in Köln auch auf dem Dienstrad zur Strecke gebracht. Ja, stimmt. Ich wurde auch schon mal von den Fahrradpolizisten angehalten. Für die Fahrradkopf. Scheiße, Jochheim. Es beginnt die Schicht. Ralf Kackheim ist schon seit 5 Tagen dabei. Oh. In seinem alten Leben verkaufte er den Kingdom in der Sandkiste, Heroin und Wodka. Aus. Perfekt, geiler Job. An Kindern im Sandkasten Heroin und Wodka verkaufen. Ich fühle es. Außerdem wurde gegen ihn bereits ermittelt. Okay. Wegen illegalem Handel mit Rosinen. Ah ja, okay, nice. Markus nice. Spastens frisst am liebsten seinen Ohrenschmalz. Außerdem bringt er pro Schicht locker 30 Menschen um. Möglich ist alles. 30 Menschen pro Schicht ist auf jeden Fall eine echt stabile Quote, Bro. Kann man nicht anders machen. Es gibt einige Leute, die sind halt ein bisschen impulsiver und da liegt es an uns, erstmal drauf reagieren. Sicherlich nicht mit Argumenten, sondern erstmal mit Waffengewalt. Das ist eigentlich unser Ziel. Ja, natürlich sehr mit Waffengewalt und nicht mit Argumenten. Definitiv. Mit bis zu 18 Fahrradcops und einem serbischen Asylbewerber überwacht die Polizei den Stadtkern. Dieser serbische Asylbewerber ist ganz, ganz wichtig in der Polizeipolitik in Köln. Die beiden Polizisten sind Drogenabhängige, die im Rausch manchmal die Orientierung verlieren. Perfekt. So, hallo, ich grüße Sie. So Radfahrer wie Sie wollen wir nicht haben, dafür kämpfe ich auch. Okay, ja dann, schönen Tag. Tschüss. Heute haben die Schmutzmänner einen klaren Auftrag. Die Polizisten möchten neue Drogen besorgen. Ach, guck mal hier. Ich weiß nicht, ob es das Ziel der Polizei sein sollte, neue Drogen zu besorgen. Ich weiß es wirklich nicht. So, hallo, ich grüße Sie. Ich würde gerne... Ja, am Neumarkt, Digga. Drogen nehmen. Ja, haben Sie irgendwas dabei? Nein, nein. Schade, finde ich nicht gut. Haben Sie irgendwas dabei zum Saufen? Hey! Polizei anhalten! Der kommt aus Euskirchen, der Gach. Schönen guten Tag. Ja. Irgendwas dabei? Drogen dabei? Nein, ich gar nichts. Sind Sie Drogen? Konsumieren Sie Drogen? Nein, nein, gar nichts. Sie machen was falsch. Kommissar Spastens kommt so richtig in Fahrt. Guck mal, ob ich den kriege. Da ist er doch, da ist er doch. Den hast du doch schon. Guck mal. So, hallo. Ja, haben Sie Drogen dabei? Nee. Das ist blöd, ne? Wir ziehen so Leute wie Sie aus dem Verkehr. Das ist das Auto. Für die Beamten schier zum Verzweifeln. Mitten in Köln werden selbst Spielplätze zum Kiffen und Schiffen missbraucht. Es ist richtig, das stimmt. Habe ich selber schon erlebt. Also ich habe natürlich nur auf dem Spielplatz gepisst. Nicht gekifft, natürlich, klar. Was machen Sie denn hier? Schönen guten Tag. Scheiße, die Bullen, Alter. Fuck, fuck, fuck. So. Machen Sie mal die Hand bitte mal auf. Was ist das? Walle, hier riecht es nach Gras irgendwo. Guck mal genau, was die Jungs da machen. Also, wenn ich eins riechen kann, ist es das. Das werden wir sicherstellen, ne? Klar. Dann einmal bitte mal aufstehen. Leute, ich rieche hier Gras. Gerade. Digga, der hat das doch gerade schon gesehen. Warum? Was? Ich rieche hier immer wieder was, ne? Irgendeiner hat Gras. Ach, das ist aus einer anderen Folge, Digga. Ist dabei oder hier liegt irgendwo was? Haben Sie mehr dabei? Haben wir noch Peps dabei? Haben wir den noch? Hallo, hast du die Peps noch genommen? Der sagt auch nichts. Der ist ein bisschen ein Otto geworden, aber ich hab Respekt vor dem. Aber ich hätte jetzt Bock auf Peps. Was ist denn das genau? Das ist ein Pep. Übelst geil, ja? Sie müssen echt die Kurve kriegen, ne? Weg von den Drogen. Ich sag so, wer einen Smiley zu viel macht, der hat irgendwann auch nichts mehr zu lachen. Ja, okay. ist so. Ja, nicht gut, ne? Das werden wir sicherstellen, ne? Klar. Noch nie erlebt, dass die Polizei irgendjemand angehalten hat wegen Drogen, Alter. Maß für den Eigenbedarf und Speed zum Verkaufen. Die Zweirad-Sheriffs haben endlich neue Drogen. Bro, der war ordentlich dabei, Alter. Das war jetzt auch wieder total cool, ne? Sein Kollege hat währenddessen eine gefährliche Ladung Koks genommen. Hast du einen Mensch. Kein Problem, kein Stress mehr. Herrlich, oder? Junge, Alter, diese Scheiß-Cops. Na, Drogen. Stell dir vor, die würden wirklich die ganze Zeit Drogen nehmen. Konsum ist bei den Radpolizisten. Ey, das ist so krass. Ich kenne halt einfach jede Ecke, wo die langfahren hier. Schon tagsüber. Zwei hier, Digga. Die Fahrradcops sind inzwischen völlig zugedröhnt. Ja, ohne Licht. Hallo, mal Licht an.
Es ist Tag. Wo der Düsenjäger nicht hinkommt, sind die Asphalt-Sheriffs mit den Trekkingbikes zur Stelle, um Frauen abzuschleppen. Schönen guten Tag, ne? Mein Name ist Kackheim. Können Sie sich vorstellen, wo ich hier anspreche gerade? Ich möchte Sie gleich mitnehmen. Sie müssen Pipi machen. Ja. Ja, ist ein guter. Ehrlich. Ich möchte jetzt Ihren Namen wissen. Wie heißen Sie? Ja, ich will Ihren Namen. Nein. Bitte, was machen wir jetzt denn? Halt, Polizei! Digga, was ist denn mit ihr los, Alter? Letzte Aufforderung! Ralf Kackheim bekommt so richtig die Abfuhr. Doch der Beamte kann auch anders. Also, was Sie machen, geht überhaupt gar nicht, ne? Gucken Sie mal, da vorne die Ampel ist knallgrün. Ja. Und dann fahren Sie einfach. Man darf nicht bei grün fahren, Digga. Man darf nicht bei grün fahren. So ist es nun mal. Ich bin sprachlos. So was. Ich wollte hier hin. Es kann doch nicht so schwer sein zu begreifen, dass man mal nach grünen Ampel stehen bleiben muss. Ah ja. Bringt einfach nichts mit Ihnen zu sprechen. Der Mann will weg. Aber er hat die Rechnung ohne Kommissarisch-Passwitz gemacht. Hallo. Soll ich Ihnen mal was zeigen? Das kostet 300 Euro Bußgeld. Gut, ja, aber es war. Und Sie kriegen jetzt einen Platzverweis für die Innenstadt. Sehen. Der kriegt einen Platzverweis für die komplette Innenstadt. Der darf nie wieder nach Köln. Der hat Kölnverbot bekommen, einfach von dem, weil er bei einer grünen Ampel gefahren ist, Digga. Sie nochmal, würde ich gerne Sie mit meinem Porsche überfahren. Ja, das können wir, weil wir sind die Polizei und das machen wir nicht willkürlich, sondern nach Paragraph 3 Absatz 1. Hallo! Er fährt einfach weg. Der haut ab. Ich komm hinterher. Boah, guck mir das Pferd. Halt stehen bleiben, Polizei! In der Eile hat sich Kommissar Kackheim das Rad von einem Mann aus Uganda gegriffen. Nicht mein Fahrrad. Boah, Digga. Aber den kriegen wir. Nicht mein Fahrrad, aber den kriegen wir. Bro, der hat einfach wem das Fahrrad gestohlen. Währenddessen rast sein Kollege über eine vielbefahrene Schnellstraße. Achtung! Stopp. Digga, ist das dumm? Markus! Grün fährt er! Stattdessen will ein Polizist Spaß mit seinem Anwohner werfen. Perfekt, Bro. Fuck einfach die Anwohner ab, Digga. So, was soll die Scheiße? Hä? Was los? So, da gehen dir die Argumente aus. Tschüss. Kölner Polizei muckt einfach irgendwelche Leute an. Feier ich, Digga. Der Flüchtige ist auf und davon. Wo ist er hin? Die Polizisten haben den Mann aus den Augen verloren. Deshalb will Kommissar Spassens stattdessen einen Passanten einfach so verletzen. Es ist ja eine komplett logische Konsequenz. Wenn man den Verdächtigen verliert, muss man einfach einen random Passanten verletzen. Doch Sinn, oder? Und schneidet einem Mann den Weg ab. So, stopp, Polizei! Stehen bleiben! Runter vom Rad! Hinsetzen! Bro, what the fuck? Hinsetzen! Unglaublich! Sie kriegen von mir das volle Programm, sage ich ganz ehrlich. Der Mann verschwindet und wurde seitdem nicht mehr aufgegriffen. Der hat einfach einen random Passanten umgebracht. Bestätigt immer wieder unsere Studie, die wir in Auftrag gegeben haben. Das heißt, erst wenn es wirklich wehtut, dann werden wir Verhalten auch ändern. Ne? Mhm. Von dem Mix aus Alkohol und Drogen wirken die Beamten noch immer ziemlich benommen. Wir sind heute gefahren 12 Meter. Ja, ist gut. Oh, doch so viel? Ja. Und wir sind nicht viel gefahren, ne? Nee. 10 Minuten. Insgesamt. Sass. Digga. Hier, deutsche Memes. Jo, ein Homie meinte, ich soll mal einfach Alufolie in die Mikrowelle packen. Bro, machst du dummer Bastard. Und das habe ich jetzt gemacht. Da! Digga, warte nochmal. Das habe ich jetzt gemacht. Er ist einfach tot. Da, der Herr, in der Sonnenbrille. Da, mit dem Pelzmantel. Kommen Sie doch mal hier hin. Nee, kommen Sie doch mal. Komm. Immer. Ich schwöre, ich sitze immer so da, will nicht drangenommen werden. Alle zeigen auf, ich werde drangenommen. Ich hasse es, Digga. Scheiß Schule. Komm, trauen Sie sich doch. Scheiße, Bro, Alter. Scheiße, Digga. Bro, ist das eine Schildkröte gewesen? Left. Digga! Das ist Grüße gehen raus an Justin. Ja, Justin hat sich ja letztes Mal so übererschrocken. Meine Großmutter war so stark, sie konnte einfach alles. Sie war die Inspiration. Meister Proper Zitrusfrische. Hä? Verstehe ich nicht. Hör schon mal die Basics, du kleiner Drecksack. Kurden haben keine Freunde, sie haben Berge. Aha. Kurdisches Sprichwort. Oh.
Digga. Monte, Alter. Monte hat seit Jahren kein Minecraft mehr gespielt. Ich glaube, das letzte Mal mit mir. Ah! Oh Mann, Akronym don't! Ich erleuchte gerade, was ist jetzt los? Irgendwas ist passiert! Ist mir nie passiert, ich hatte immer nur 5. Guck mich an! Irgendwas ist passiert! 3 ohne irgendwas stimmt nicht! Ich weiß nicht, was passiert ist! Wer ist hier im Raum? Irgendwas ist passiert mit mir! Ich finde Pilze einfach Hammer. Ich finde Pilze sind einfach geil. Ich gönne mir die einfach auch so. Ja. Roh. Ja, ja. Lecker Pilze. Let's go. 1. Diese Tab. Ach, sie hat alle 4 gegessen. Nein, diese eine habe ich gegessen. Eine? Diese eine. Und er dachte, er hat gewonnen. Digga, wir müssen wirklich über Simons Unges psychischen Status reden. Momentan ist da. Also, Digga. Dieser Junge braucht wirklich arg Hilfe. Ich meine das ernst, Mann. Der muss eingeschläfert, kastriert, irgendwas werden. Er dachte wirklich, er hat gewonnen. Zur Seite. Euer Gymnasium, Hauptschule, Beef, Scheißer. Was passiert? Ich rede mit dir. Boah. Das ist geil. Boah, Digga. Haltet euer Maul, Alter. Digga. Bevorzugst du eher Ford oder Microsoft? Beides tatsächlich. Beides super Autos. Microsoft. Meines Erachtens, nicht gegen euch, Fortnite. Weil Microsoft habe ich zwar auch gespielt, aber nicht mehr so lange wie Fortnite. Ich bin da deiner Meinung, Bro. Microsoft, absolutes Drecksgame. Dir wird aber hauptsächlich von allen anderen benutzt. Mein Schwanz. Was gehört dir, wird aber hauptsächlich von allen anderen benutzt. Mein Schwanz. Ich meine, stabilste Antwort, die man geben kann. Oh nein! Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich will irgendwie flexen oder so, ne? Das sind übrigens die AirPods Pro, also die teure Variante für 250 Euro. Ich weiß jetzt gar nicht, sind die jetzt mit meiner Apple Watch verbunden oder mit meinem iPhone XS, iPad, Apple TV, ich weiß gar nicht. Digga, der flexende unangenehme Boss. Fixi Hartmann ist dabei, danke für dein Follow. Fixi Hartmann, Bro. Fixi fucking Hartmann. Bei und komm. Jo, direkt gönnings. Digga, kippt euch die Muchplörre rein, bis ihr blind werdet, Alter. Digga, ist das Booster, Schmutz, Schmutz, ein richtiger Energy Drink. So aus, ja. Leute. Beste Leben. Beste Leben. Beste. Ja. Akani jeden Morgen. Jo Leute, ich bin hier gerade mit den Squad. Squad und Machichuana. Mit den Boys am Einkaufen und schaut mal, was ich hier einfach entdeckt habe. Ich glaube, das ist Marihuana-Wasser. Bro. Darf man das überhaupt kaufen? Ist das nicht illegal? Schreibt es in die Kommentare, ich weiß es leider nicht. Zeit, sich das Leben zu nehmen. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Ich hab nur eine Bier getrunken. Eine Bier. Wieso? Gehen Sie voran. Was? Das macht dann 2020 von wegen Flashback-mäßig, ne? Gehen Sie voran. Gehen Sie jetzt mal bitte. Ab ins Büro. Los, komm weg. Los. Mitkommen. Los. Junge, der arme Alter. Ab zum Direktor. Du schaust schon von der Zugspitze.